Die Bitterfelder Brauerei habe ich im Dezember 2009 gegründet. Wir haben jetzt mittlerweile 5 Mitarbeiter in der Brauerei und nochmal 5 Mitarbeiter im Vertrieb. Haben derzeit einen Ausstoß von rund 5000 Hektoliter. Wir sind jetzt gerade dabei, eine neue Flaschenapfellinie zu bauen und wollen die Kapazität gleichzeitig auf 10.000 Hektoliter erhöhen. Auf der Messe habe ich den Krones-Mitarbeiter von den Außendienst kennengelernt, der hier zufällig aus Leipzig stammt und der hier dann hier vor Ort sich das angeguckt hat, dem das Projekt auch gefallen hat, diese Kleinbrauerei, weil das ja für Krones ja doch schon irgendwo ungewöhnlich ist, so Kleinbrauereien zu machen. Ich dachte auch erst, naja gut, das ist der falsche Ansprechpartner für unsere Größe, aber der Mitarbeiter von Krones hat sich dann dermaßen engagiert für dieses Projekt, was mir halt sehr gut gefallen hat. Und hat uns dann offeriert, dass sie jetzt eine Kooperation mit der Firma Cosme in Italien haben, die auch für Kleinbrauereien, für kleine Unternehmen Maschinen bauen. Und das hat mich sehr interessiert, habe mir das dann auch angeschaut auf der Messe und war dann begeistert auch von der ganzen Art und Weise, wie Krones das vorgestellt hat und wie sie uns beraten haben bei der ganzen Geschichte. Und ja, letztendlich sind wir dann so ins Geschäft gekommen miteinander und ich muss sagen, das war eine sehr gute Entscheidung. Bedauere ist, dass wir nicht alles mit Krones Cosme nachher machen konnten aus finanziellen Budgetgründen, da in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrisen unsere regionalen Banken halt doch sehr verhalten waren bei der Finanzierung. Daher konnten wir halt nur einen Teil realisieren mit Krones, aber sollte die Brauerei sich weiterhin so zuversichtlich entwickeln, ist nicht ausgeschlossen, dass das nochmal, also die Kapazität erweitert wird. Und dann würde ich sagen, ist mein erster Ansprechpartner natürlich die Firma Krones. Ne?